Hey, Schorsch, Leute, und willkommen zum neuen Schorsch zum Sonntag. Heute am Sonntag, den irgendwasten, den glaube ich 15. müsste sein. Ich weiß also auch nicht, ich habe morgen frei, es ist mir scheißegal, welcher Tag heute ist. Von daher, wir machen das heute kurz. Ich habe heute nicht so, ich habe auch echt nicht viel zu erzählen heute. Es ist echt eine verdammt langweilige Woche gewesen, aber es war trotzdem eine verdammt scheiß Woche. Könnte daran liegen, dass Freitag der 13. war, aber ich meine mich auch, ich kann mich auch irren, ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine letzten beiden Tage waren scheiße. Ich hätte am liebsten gestreamt, aber ich habe irgendwie so richtig keinen Bock gehabt, so richtig null Nerv. Das Gute ist, jetzt, nächste Woche, habe ich wieder Nerv. Ich habe mir nämlich eben gerade durch PlayStation Plus ein paar sehr geile Spiele geholt. Habe ich auf Twitter geschrieben, ist nur mal so. Borderlands hier, Handsome Collection, das heißt, ich kann jetzt 2 und das Pre-Sequel auf meiner PS4 spielen. Und ich schätze mal, ich werde das auch machen, um so ein paar Solo-Runs mal einfach zu machen. Also wo ich einfach a cappella durchrenne mit Klassen, die ich nie gespielt habe. Von daher, ich glaube, damit dürften wir ganz Spaß haben, weil damit hätte ich habe nie wirklich den Salvador gespielt in Borderlands 2. Ich habe eine ziemlich aufgelevelte Sirene. Ich habe einen, mein höchstgelevelter ist ein Commando gewesen. Und ja, Zero ist in meinem LP hier unten bei, mit der LH-Crew und das ist aktuell sehr auf Eis, weil, ja, Zeit ist eine Bitch und wir kommen da aktuell nie zu, weil immer irgendwer keine Zeit hat. Das ist bei 4 Leuten nun mal, you have to deal with this shit. Damit musst du nun mal leben, dass wenn du 4 Leute hast, dass es schwer ist für jeden da was zu finden, wo jemand Zeit hat. Zumal wenn viele davon arbeiten oder andere Probleme. Nobody knows. Das auf jeden Fall das. Ich würde also unglaublich gern mal, ich glaube, ich habe insgesamt auf meiner PC-Version habe ich, ich muss lügen, ich glaube 3 Psychos angefangen und keinen wirklich mal richtig schön hochgelevelt. Das heißt, das würde ich vielleicht mal machen. Wobei der Psycho an sich Spaß macht, aber ich glaube, ich würde eher den Necromancer mal spielen, schlicht und ergreifend, weil es der Charakter ist, der am nächsten an den Jojo-Charakter rankommt und der fucking Doombot aussieht wie ein Stunt. Also von daher, Jojos Sachen-Dinge, ne? Ich habe mir dann auch noch Arkham City für die PS4 gekauft, diese Return to Arkham City-Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein DLC ist oder Arkham Asylum-Dingens. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Es kann ja, kann nicht schlecht sein. Es ist Batman. Und es ist nicht Batman Origins, weil Origins war irgendwie Bullshit. Ich weiß auch nicht. Origins habe ich mir damals gekauft und das hat nur gelaggt auf meiner PS3 und ich habe es weggeschmissen. Ich weiß auch nicht, es war scheiße. Es liegt da jetzt irgendwo ganz hinten in meinem Regal, da ganz unten und vegetiert vor sich hin, ungeliebt und ohne jegliche Liebe. Es ist nun mal so. Und ich habe mir die Mega Man Collection gekauft, falls ich mal irgendwann Bock auf Mega Man habe. Alles für knapp 46 Euro statt 120. PlayStation Plus ist was verdammt Geiles und das sage ich nicht, weil die mich sponsern. Sony wird sich, glaube ich, eher den Arsch lecken, anstatt so eine Nullnummer wie mich zu sponsern. Ich sag das aus freien Stücken, nur mal so. Auf jeden Fall, was kommt jetzt diese Woche? Was geht ab? Was läuft ab? Und ja, alles ist ganz beim Alten. Super Paper Mario habe ich schon aufgenommen, lade ich auch noch. Ich muss es eigentlich noch heute oder morgen hochladen. Aber ich glaube, ich kann es eher morgen machen, weil heute möchte ich dann eher meine Zeit für was anderes nutzen, halt mal aufnehmen. Und ich möchte heute auch noch streamen. Heute ist nämlich wieder, habe ich Zeit höchstwahrscheinlich, weil ich ja morgen frei. Und dann gibt das nämlich wieder den Naruto, den ultimativen Ninja. Ja, der erste Teil ist scheiße. Das muss ich jetzt ja mal ganz ehrlich sagen. Der erste Teil der Ultimate Storm Reihe ist, it is shit. It is big shit. Aber ich will es hinter mir haben, gerade weil mir jeder, wirklich jeder im Stream gesagt hat, der zweite wird besser und der dritte wird nochmal besser und der vierte wird nochmal besser. Deswegen möchte ich ehrlich gesagt aus der Scheiße rausklettern und das dann hinter mir haben, nur damit ich dann die guten Sachen zocken kann. So schaut das nämlich aus. Und Tales from the Borderlands geht auch ganz normal weiter. Nämlich am Dienstag geht Kapitel 2 los, morgen kommt noch Kapitel 1, das ist die letzte Folge. Und dann 4 Folgen Kapitel 2, das Kapitel ist um einiges kürzer gewesen. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt in Zukunft mache, wie das mit Kapitel 3 ist, weil dann werden wir sehen, wie das ist. Aber mehr habe ich auch nicht zu sagen, weil ich werde jetzt höchstwahrscheinlich diese Woche wieder mehr streamen, weil ich habe zwar Frühschicht, aber persönlich nach, ich habe immer bis 16 Uhr, es war verdammt lange. Ich habe insgesamt die gesamte Woche, habe ich 43 Stunden Schicht insgesamt. Ist eine Menge Zeit, ist eine Menge Fuck. Aber, ich habe nächste Woche Urlaub.
Also nicht nächste Woche, sondern darauf die Woche. Deswegen, ich blick da jetzt schon drauf und hab Bock und ich will endlich Urlaub. Mein letzter Urlaub war im fucking August. Das ist viel zu lang. Viel, viel, viel zu lang. Aber ich hab dann endlich wieder Urlaub. 2 Wochen habe ich denn. Das heißt, ich kann mehr streamen, ich kann mehr aufnehmen, ich kann tatsächlich mal abschalten. Ich habe mir schon gesagt, den ersten Tag wirklich, wo ich Urlaub habe, ich werde im Bett verbringen. Ich bleib da drin und tu nichts. Ich kenne mich, ich werde mich nicht dran halten, aber ich werde es versuchen. Ich werde mein Bestes tun, nichts zu tun. Das ist der Punkt. Und das müssen wir uns alle mal gönnen. So ein Tag doing jack shit. So gar nichts, null nada niet. Ich red mich hier in Rage mit meinem Urlaub. Wie gesagt, ich zähle im Grunde die Stunden. Diese 43,5 Stunden, wenn ich die hinter mir habe. Urlaub. Samstag. Um 16 Uhr. Das ist Urlaub. Das ist Urlaub. Das ist eigentlich Urlaub. Aber ich will auf jeden Fall jetzt wieder Borderlands 2. Möchte ich dann doch durchaus gern streamen, weil ich kann mir gut vorstellen, das wird ein schönes Projekt, so Stream-Projekt-mäßig, was ich einfach mal so nebenbei machen kann, wo ich dann mal so abends dann wieder so richtig, wenn ich mal Bock drauf habe, so, ach, machst du hier mal ein Stündchen. Habe ich ja mit Fallout 4 gemacht, wo ich jetzt leider die Lust dran verloren habe. Das ist wie mit Bloodborne. Ich stehe kurz vor Platin und ich verliere die Lust dran. Das ist schlimm. Das ist kacke. Gibt es da ein Mittel gegen? Wenn, dann brauche ich da 2 Mal von. Auf jeden Fall, ich wünsche euch eine schöne Woche und dann noch einen schönen restlichen Sonntag. Und lasst euch nicht vom Montag stressen. Passt auf draußen, es ist fucking glatt. Ich hätte mich beinahe schon abgepackt. Ohne Scheiß, meine Treppe ist sauglatt. Also Leute, passt bloß auf euch auf, wenn ihr rausgeht. Ist glatt, ist kalt, zieht euch warm an, setzt euch eine Mütze auf und so weiter. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Na, na.